Quack. This is the second Schnitzeltaco video in which I talk about score per minute as about score per minute as Manic, and the gameplay ends with 54-2. It was recorded about a week ago or something like this, because as you can see, the character is only level 24 and I've made level 30 yesterday, Sunday. Quack. Yeah, that's it. Let's switch to the Schnitzel language. Yeah, score per minute als Medic. Im Heli habe ich ja letztes Mal schon drüber schnabulisiert. Jetzt als Medic Infanterist Pimmelei. Zum Gameplay werde ich eigentlich, glaube ich, überhaupt nichts sagen. Ist halt, ich glaube, es ist so ungefähr 1000 Punkte die Minute, aber wie ihr sehen werdet, gewinnen wir mit einem ordentlichen Ticketabstand, weil Basra, ne? Muss man, glaube ich, nicht erklären, was auf Basra immer ist. So, Dalonsen, zuerst mal noch grob die Idee vom Medic bei mir. Medic ist natürlich infanteriemäßig eher so ausgelegt. Natürlich, Oman macht trotzdem Spaß, finde ich. Ich finde, Oman kann man eigentlich fast immer spielen. Aber man hat einfach nichts gegen Fahrzeuge. Assault hat C4, NG, RPG und Mean. Sniper kann einfach wegrennen oder spielt ein Scheißdreck Camper-Leben vor sich hin. Und der Medic, wenn man alle Nades voll ausgeskillt hat und richtig schmeißt, dann macht man einem Tank maximal 400 Damage, was nicht mal die Hälfte ist. Und man stirbt einfach dabei, man muss dauernd wegrennen und wenn man den extrem reichte Punkte der Minute pro Minute erreichen will, dann ist es da nicht unbedingt ideal, auf so Maps zu spielen mit Tanks und APCs und dem ganzen Spaß. Vor allem dann eben Luft, weil gegen Luft kann man mit Glück was erreichen, wenn man die Leute rausschießt. Dafür müssen sie ein bisschen Bescheid fliegen und man muss wissen, wie es geht, und ja, ne, nicht unbedingt so geil. Der Heli erwischt einen mindestens einmal und man ist schon wieder mad. Ja, deswegen grob so meine Auslegung von Medic ist einfach nur Infanterie-Maps, nichts in Fahrzeuge-Skillen, 2 Punkte in Nades reicht eigentlich auch schon, weil man die Trainingspunkte woanders braucht. Ja, was für Maps deswegen? Die Maps erklären sich sozusagen dann durch diese Auslegung von selber größtenteils. Man kann sie natürlich spielen, aber wenn ich hier jetzt bei dem Char nur auf Punkte die Minute will, Sharky natürlich, Basra vielleicht nur nah, aber Kakan, Mashtur, der ganze andere Spaß ist mir viel zu nervig. Halte ich nicht aus mit dem ganzen Tank-Scheißdreck, wenn es schlecht läuft, das eigene Team wieder, keine Ahnung, Gehirnaktivität von Kartoffel aufzeigt, dann heult man dann doch schon ein bisschen rum, wenn der APC am Arsch der Karte steht und einen tot kennt. Und man selber eben nichts dagegen machen kann, weil man die Tau nicht geskillt hat oder so ein Spaß. Ja, Myanmar mit dem APC geht eigentlich, der ist eigentlich relativ schnell weg, außer man hat Gemüseteam, aber es ist allgemein nicht so Punkte die Minute geil als Medic. Andere Klassen reden wir jetzt nicht drüber, aber Angie ist Myanmar eigentlich mit Mashtur und Kakant natürlich wieder wunderschön. Ja, bleiben also so Sharky und Basra. Rush ist Punkte die Minute mäßig grausam, meiner Meinung nach. Es lohnt sich nicht, es lohnt sich vielleicht, um KD zu pushen, aber Rush ist einfach so nervig, finde ich, dass es nicht auszuhalten ist. Also bei Rush muss man eigentlich ein Team spielen, was in dem Game relativ blödelig ist, weil es kein Squad-System gibt. Naja, anderes Flame-Thema. So, jetzt haben wir so grob die Maps abgeplastert und wissen so, dass Sharky locker mal 900 plus die Minute möglich sind und Basra so, ach komm, 800 plus im Durchschnitt geht schon. Die Punkte pro Minute auf den Maps kommt einfach wunderbar dadurch rein, dass man die ganze Zeit seine Map-Packs spammt, ein bisschen eigene Leute revived, wenn sie nicht zu dumm gestorben sind, und ja, indem man Gegner killt. Fahrzeugscore die Minute gibt's natürlich keinen, außer... Nee, gibt's keinen. Ja, so setzt sich der eben wunderbar zusammen. Wenn man Teamscore die Minute richtig hoch pushen tut, dann schafft man da auch mal 100 plus. Da ich so viel Heli gepimmelt habe, schaffe ich es leider nicht und bin, glaube ich, nur bei 90 irgendwas. Aber dafür, dass ich mehr als die Hälfte der Zeit im Heli verbracht habe, weiß man schon, dass da
theoretisch schon so 150 plus drin sind, wenn man es drauf anlegt wieder. Ja. Dann, ja, der eigentliche Teil, was man selber den Gegnern antun kann und wie man eigentlich schön runterspielen kann. Durch den Combat Resilience Spaß im Teil 2 Bereich auf der rechten Seite kriegt man die HP unglaublich schnell wieder rein. Durch die drei Map Packs, die man überall um sich herum spammt, heilt man nicht nur seine Teammitglieder, sondern vor allem sich selber. Und wenn man dann noch Double Heroin und Double Klopapier durch ordentlich Daily Draw Scheißdreck angesammelt hat über Monate hinweg, dann ist man doch ziemlich schwer down zu kriegen und startet eigentlich in jedem Kampf mit 110 HP wieder rein, wenn man es eben geskillt hat. Ich habe hier zum Beispiel ein Video, fällt mir auf, nur 105, aber ist egal. Auf jeden Fall geht man eben in jedem Fight eigentlich wie neu wieder rein und das hilft dann einfach. Man kann die Gegner ein bisschen aussaugen, ein bisschen zuerst anschießen, wieder in sichere Deckung gehen und ja, weiß, der Gegner hat einen Nachteil. Allgemein hat man ja auch kein Ammo-Problem, wenn man die richtige Waffe wählt, beziehungsweise wenn man Glück hat und irgendein debiler Held im Team oder im Gegnerteam eine Ammo-Box schmeißt und wenn es sein muss, komm, die Pistole tut's auch oder der Defi mit seiner unglaublichen Range von gefühlten -1 Metern, wie hier wieder schön zu sehen war. Ja, jetzt so noch allgemein kann man natürlich wieder nur sagen, richtige Waffe benutzen, damit man nicht Ammo-Probleme hat oder man stirbt schnell genug, hat irgendeinen Bimbo, der einem hinterher rennt und einen revived, was ich jetzt nicht so toll finde, aber naja. Ja, dann gibt's eigentlich nicht so viel Schlimmes, was man sich drum zu kümmern hat, außer vielleicht debile Penner, die wieder Deadman's Trigger Only spielen, gefühlt, weil sie nur sterben wollen, weil sie belohnt werden für Sterben. Das ist eines meiner Lieblingsflame-Themen. Da darf ich jetzt nicht drauf zu sprechen kommen, sonst kriege ich wieder, keine Ahnung, Wutadern, ey. Naja, was noch? Was kann man noch Schönes abhandeln in den letzten 100 Tickets von dieser Base Rape Scheißerei? Ja. Basra ist jetzt nicht unbedingt die perfekte Map für die 1K-Score die Minute. Ich meine, das Gameplay hat jetzt grob geschätzt, würde ich sagen, schon die 950 plus, aber im Durchschnitt ist es bei dem Chart zum Beispiel, glaube ich, nur 850 und ich würde sagen, wenn man es wirklich drauf anlegt, so 900 sind okay, aber die 1000 im Durchschnitt sind auf Basra ein bisschen schwieriger zu erreichen als auf Sharky. Einfach im Vergleich dazu ist Sharky Punkte die Minute mäßig einfach besser. Und man kriegt auch mehr Credits, deswegen ist wahrscheinlich auch einfach Sharky die bessere Wahl. Wenn man es jetzt aber nicht aushält, die ganze Zeit Sharky Assault Madness auszuhalten, dann ist Basra natürlich willkommene Ablenkung und allgemein, wie so immer, die scheiß langweiligen Maps. Man kann ja alles spielen, egal. Voll kein geiles Ende, kein Fazit, scheißegal. 1000 Punkte die Minute sind möglich, Edge.